Was für eine Bundestagswahl. Aufregende Ergebnisse. Für viele die größte Nachricht von allen? Amthor hat sein Direktmandat verloren. Dabei hatte er doch die vollste Unterstützung von Merkel, Laschet und den Noten G, D und FIS. Ja, danke, danke, danke. Genug davon. Trotz dieses Gesangs, die Wählerinnen und Wähler in seinem Wahlkreis wollten ihn nicht. Verloren hat er dort gegen SPD und AfD. Der Kandidat der SPD, Erik von Malotki, hatte sogar so eine Kampfansage hier rausgebracht. Ich wollte nie für den Deutschen Bundestag kandidieren. Aber ich kann nicht tatenlos zusehen, wie einer der korruptesten Abgeordneten der CDU einfach wiedergewählt wird. Aber stopp, nicht so früh, Freund. Amthor darf trotzdem wieder in den Bundestag. Warum das so ist und wie verzweifelt er in den letzten Monaten Wahlkampf gemacht hat, jetzt. Philipp Amthor, das Safe Word von Rezo. Der CDU-Politiker stand lange in der Kritik wegen seiner Lobby-Affäre rund um Augustus Intelligence. Wir erinnern uns. Die Firma habe den jungen Abgeordneten mit Reisen im Privatjet und Aufenthalten in Luxushotels samt Champagner und Austern verwöhnt. Die Strafanzeige wurde fallen gelassen. Aber Amthors Image hat seither einen ganz schönen Knacks. Das merkt man auch in euren Kommentaren bei unserer Voice of Community. Der Jürgen schreibt: So jung und schon Dreck am Stecken. Früh übt sich. Er hat es nicht verdient, wieder die Interessen der Bürger zu vertreten. Kein Wunder also, dass er sich dafür im Wahlkampf umso mehr ins Zeug gelegt hat. Er behauptet zum Beispiel, ganze 10.000 Briefe in seinem Wahlkreis verschickt zu haben. Davon ging allerdings nur rund 1.000 an Erstwähler und 9.000 an Senioren. Das ist interessant. Aber mit welcher Masche wollte er bei diesen Briefen wohl überzeugen? Liebe Oma, Opa, mein allerbester Freund Philipp kandidiert für die CDU. Der ist super und überhaupt nicht korrupt. Könntest du den bitte wählen? Lieber Gruß, Enkel. Pfiffig, das war es aber noch lange nicht. Er ging von Tür zu Tür, um mit den Wählerinnen und Wählern in seinem Wahlkreis zu connecten. Was für ein Einsatz, da gibt's auch Respekt von anderen CDUlern. Aber Amthor wollte natürlich auch die junge Wählerschaft erreichen. Und wo treibt die sich rum? Wer weiß das? Wieder keiner. Im Netz natürlich. Und praktischerweise hatte die junge Union gerade erst ihre eigene Social Media Show an den Start gebracht. Home Sweet Germany. Und Amthor ist natürlich gleich mit dabei. Stichwort Real Talk. Diese Sendung ist natürlich nicht nur Schabernack. Schabernack? Ich meine, Home Sweet Germany klingt eher nach einer verunglückten AfD-Fußmatte. Mein Highlight an der Show ist aber übrigens dieser knallige Einstieg. Die Uhr tickt, der Countdown läuft. Das ist ja total logisch, dieser Gang. Der Mann kommt einfach von der Wand weg, anstatt durch eine Tür. Toll. Naja, Amthor war also gut unterwegs. Und ja, da war auch die ein oder andere Panne dabei. Zum Beispiel, als er das hier im Interview mit Dislike gesagt hat. Also alkoholfreies Radler ist jetzt nicht so mein Thema. Mädchenbier überlasse ich dann gern auch anderen. Was er auch gerne anderen überlässt, Direktmandate. Noch eine größere Panne, das Foto, in dem Amthor feuchtfröhlich neben zwei Männern aus der rechtsextremen Szene posiert. Um das mal kurz einzuordnen, der Typ links trägt ein Shirt mit der Aufschrift Solidarität mit Ursula Haverbeck. Frau Haverbeck ist eine der bekanntesten Holocaust-Leugnerinnen in Deutschland und saß deswegen mehrere Jahre im Gefängnis. Fun Fact. Allerdings, Amthor, ihm ist das T-Shirt leider nicht aufgefallen. Allerdings, ich meine, scheiß auf das T-Shirt. Der Typ sieht doch eh schon aus wie Hitler, als er noch Kunst studieren wollte. Oh, und dann war da noch die JU Multiplayer Night. Oder Multiplayer? Keine Ahnung. Was sagen die Kids? Schreibt es mir in die Kommentare. Die jungen Wählerinnen und Wähler deutschlandweit wahrscheinlich für immer vergrault hat. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Und warum gibt es hier keine deutschen Autos? Weil es das Menü ist, Philipp. Aber hey, Peanuts. Amthor bleibt bis kurz vor der Wahl noch selbstbewusst. In meinem Wahlkreis habe ich zum Glück aber super guten Rückhalt. Unser Rückhalt? Ja, der seid ihr. Täglich neue Videos, also dreimal die Woche. Jetzt abonnieren und die Glocke aktivieren.
Dann seid ihr bald tot. Am Sonntag dann endlich der große Tag der Entscheidung. Die ganze Republik hängt um 18 Uhr vor der Glotze und will die Ergebnisse sehen. Vor allem die Parteien wollen die Ergebnisse natürlich sehen. Für die ist das immer ein ganz besonderer Abend. Deswegen lässt man sich doch nicht lumpen und feiert an den schönsten Orten der Stadt. Wie die AfD in Berlin. Man hat lange nach Räumlichkeiten gesucht. Man ist etwas weiter draußen gelandet. 45 Minuten sind wir hier rausgefahren nach Marzahn. Hier werden normalerweise Hochzeiten gefeiert über einem Tiernahrungsmittelgeschäft. Und selbst in der Partei wird gelästert. Wir feiern unsere Wahl auf dem am letzten Discounter-Parkplatz vor Brandenburg. Gut, immerhin gab es kein Mädchenbier. Aber ja, stimmungstechnisch war es vermutlich trotzdem besser als bei den Linken. Vor allem nach der Prognose war da die Stimmung eher am Boden. Ja, das ist in jeder Hinsicht beschissen. Das ist ein katastrophales Ergebnis. Und dass es so schlecht wird, hätte auch ich nicht für möglich gehalten. Aber hey, 4,9%, also Philipp Amthor würde euch noch trinken. Zumindest die Mucke wurde dann gleich dem Ergebnis angepasst. In Potsdam spielt der DJ nach der Präsentation der Prognose 5%. Das Lied Halt die Fresse, ich will saufen. Hören wir doch mal rein. Halt die Fresse, ich will saufen. Ich will euren Scheiß nicht hören. Halt die Fresse, ich will saufen. Keiner soll mich dabei stören. Tja, und Amthor hat den Wahlabend in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern verbracht und hat damit Spannung auf sein eigenes Ergebnis gewartet. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ja, strukturschwache Region. Und abgesehen davon hatte da ein Teletext. Mal genauer anschauen. Aber mittlerweile weiß auch er, sein Direktmandat hat er verloren. Gewonnen hat SPD-Kandidat Erik von Malotki. Hauchdünn vor dem AfD-Bewerber Enrico Komning. Amthor wurde sogar nur Dritter. Wirklich entschlossen hat Malotki im Vorfeld allerdings so nicht gewirkt. Eher gezwungen. Ich wollte nie für den Deutschen Bundestag kandidieren. Aber ich kann nicht tatenlos zusehen, wie einer der korruptesten Abgeordneten der CDU einfach wiedergewählt wird. Das ist allerdings schon irgendwie ein komischer Grund. Ich meine, gut, andere Direktkandidatinnen hatten auch bizarre Gründe. Ich wollte nie für den Deutschen Bundestag kandidieren, aber in den AGB meines Elektrofahrrads stand wohl, dass ich muss. Ich wollte nie in den Deutschen Bundestag gewählt werden, aber anders findet man in Berlin halt einfach keine Wohnung. Eigentlich wollte ich gar nicht für den Bundestag kandidieren, aber ich musste eine Neuaustragung der JU Multiplayer Night verhindern. Das Amthor verliert, das war übrigens, das war sowieso abzusehen, das konnte man vorhersagen, denn er hat beim großen politischen Kochduell in Glasow verloren. Ja, da sehe ich von hier, dass Salz und Kümmel fehlen. Denn letztes Mal hatte er das Duell gewonnen und dann eben auch die Wahl. Mittlerweile hat sich Philipp Amthor bei Instagram gemeldet und sagt: Vielen Dank für die Wiederwahl in den Deutschen Bundestag. Ja, aber Moment. Wiederwahl, also wenn jemand gewählt wird, ich meine, er hat doch verloren. Hier, er ist auf Platz 3. Da sieht man es doch genau. Wiederwahl ist also eigentlich falsch. Aber Amthor hat es tatsächlich wieder in den Bundestag geschafft. Und warum? Nun, das haben wir extra unseren Funkkollegen Jan Schippmann von Die da oben gefragt. Das liegt daran, dass Amthor in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 1 der Landesliste stand. Die Reihenfolge der Landesliste wird von den Parteien selbst festgelegt. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bekommt, desto mehr Namen von der Liste ziehen in den Bundestag ein. Das können natürlich auch Leute sein, die ihren Wahlkreis am Ende verloren haben. Und da Amthor ganz oben auf der Liste stand, ist er auch wieder im Bundestag am Start. Heißt, die Leute in seinem Wahlkreis wollten ihn nicht, aber seine Partei wollte ihn. Deswegen war er ganz oben auf der Liste. Und die Wähler haben dann mit den Zweitstimmen sozusagen ihn in den Bundestag gewählt. Tja. Ja, leider nicht mehr vertreten ist Philipp Amthor in unserer Sendung. Denn wir hatten ja ganz lange ein Foto von ihm hinter Philipp stehen seit dem Augustus Intelligence Skandal. Dann haben wir es irgendwann verschenkt, weil Wahlkampf war. Und ja, jetzt stehen wir da, Philipp. Was sollen wir machen? Ja. Was sollen wir machen? Habt ihr Ideen, wie wir Philipp Amthor im Auge behalten können? Sollen wir eine Flasche Mädchenbier aufstellen? Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare. Hey, gib diesem Kanal jetzt deine Erststimme, indem du auf den Abo-Button drückst. Und dann gib ihm noch die Zweitstimme, indem du die Glocke läutest. Außerdem, hier oben habe ich noch ein Video von uns. Und da unten von die da oben, welche Koalition gibt's jetzt? Ja, welche? Keine Ahnung. Drück doch endlich drauf.